Ja, hallo Freunde der Legion Etrangère, ich grüße euch, hallo Kameraden. Wir sehen gleich ein kleines Video über die Fremdenlegion, besser gesagt die falschen Jäger der Fremdenlegion im Einsatz an der Elfenbeinküste oder in der Elfenbeinküste. Ich lasse dazu, ich zeige das Video und mehrere Fotos dazu aus dieser Aktion. Ich lasse dazu alle Gedankenspiralen, wenn es ans Politische geht, warum, wieso, weshalb, ganz bewusst weg und fokussiere mich auf diese Aktion, auch dann in meinen Erläuterungen dazu. Eine Idee noch am Rande, wie es denn dazu kam, dass ich von den Einsätzen erfahren habe. Natürlich, das war eine einfache Sache. Ich habe die Fremdenlegion verlassen im Jahr 2002. Ich wurde September 2002 definitiv Rentner, bekam also schon meine Rente. Und habe dann ein paar Wochen später erfahren, dass meine alte Einheit, nämlich die erste Kompanie des 2. Regiment Etranger de Parachutistes, Fallschirmjäger der Fremdenlegion, wieder in den Einsatz gezogen ist, an die Elfenbeinküste damals. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es in mir aussah. Ich saß daheim, war plötzlich Rentner, Vater, habe Rasen gemäht, habe Einkäufe gemacht bei Lidl, Edeka und ich erspare mir den Rest. Und meine Jungs, ja, mit denen ich 15 Jahre in der gleichen Einheit habe, meine Legionäre, die ich unter meinem Befehl habe, waren plötzlich wieder im Einsatz in Afrika. Wow! Ja, am liebsten hätte ich die Koffer gepackt, hätte gesagt, tschüss, kühles Deutschland, und wäre abgezogen an die Elfenbeinküste, um mit meinen Jungs ein letztes Mal noch so einen Einsatz machen zu dürfen. Ja. Das aber nur am Rande. Ich zeige euch, wie gesagt, gleich das Video. Auf dem Video zu sehen, die erste Kompanie des 2. Rapper. Man muss sich das so vorstellen, dass mehrere Kompanien der Fallschirmjäger der Legion zusammengezogen wurden damals. Das war Oktober 2002 zu einem GTIAO. Das ist ein Groupement Taktik Interarm West, ein gemischter Kampfverband West. Und die Einsätze fanden statt am Sassandra-Fluss. Genau dort, an einer roten Lehmstraße, hatte die erste Kompanie den vorgezogensten Posten. Ja, dahinter war Niemandsland und die Rebellen, ja, die regierungsfeindlichen Rebellen, wussten ganz genau, dass sie diesen Punkt nicht überschreiten durfte. Da war eine imaginäre Linie bis dahin und nicht weiter. Jetzt kam es dazu, dass eben ein Aufklärungsflugzeug der Arm oder der französischen Luftwaffe an die Truppen am Boden meldete, dass mehrere Fahrzeuge Toyotas mit Rebellen an Bord, schwer bewaffnete Rebellen, auf den Checkpoint zurasen. Und die Einheit bekam den Befehl, diesen Konvoi aufzuhalten. Jetzt sehen wir einen AMX-10, das ist ein kleiner agiler Kampfpanzer. Ja, der Armee Française, Hauptbewaffnung Kanone 105, der zunächst einen Warnschuss abgibt. Die Toyotas fahren unbeirrbar weiter auf die Legionäre zu. Der zweite Schuss ist dann kein Warnschuss mehr. Die Granate vom Kaliber 105 zerfetzt den ersten Toyotas. Was passiert daraufhin? Das ist für den Spektateur, Zuschauer nicht zu sehen. Da laufen sehr viele Aktionen am Rande. Die Toyotas dahinter bleiben stehen, fahren an den Straßenrand. Die Rebellen steigen aus und kämpfen sich Richtung Legionäre links und rechts der Straße vor. Es kommt dann im Anschluss zu beinharten Gefechten, bei der die Legion Verluste hat, aber keine Toten, sondern einige Verletzte. Es kommen auch Mörser zum Einsatz, alles nicht einsehbar auf den Videos. Was vielleicht noch interessant ist, man sieht die Bewaffnung, mit der die Legion damals gekämpft hat. Man sieht ganz deutlich zu Beginn das FRF-2 Scharfschützengewehr. Man sieht natürlich die Old Lady, die FAMAS. Man sieht in Aktion das AA-52. Das ist das schwere Maschinengewehr, 7,62 mm x 51, ja, NATO-Kaliber. Oder noch die Browning, das schwere amerikanische Browning-Maschinengewehr vom Typ oder Kaliber 50, ja, die DUS-Z. Was noch erstaunlich ist, dass man Szenen sieht, in denen die Legionäre einmal ein Beret aufhaben, ihr Beret-Wehr, auf der anderen Seite den Helm. Tatsächlich kämpft die Fremdenlegion, zumindest die falsche Mäger der Fremdenlegion, bevorzugterweise immer noch ohne Helm, ja, wenn es nicht befohlen wird, und wenn der Zugführer sagt, Helm brauchen wir nicht, dann kämpft die Legion mit ihrem Beret-Wehr. Nun, viel Spaß beim Anschauen der Bilder und des Videos. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bald wieder. Amitié Legionnaire, euer Thomas.